So, und einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Thema, bzw. Karte, ist die Was Neues, ne? Die möchte ich euch gerne mal zeigen. Wir starten am Anfang hier am unserem Haus, ne? Und dann habt ihr hier schon verschiedene Geräte stehen. Und wir fangen mal hier unten an. Also ihr startet natürlich hier, ne, in der Mitte von der Karte circa. Dann habt ihr hier euer Farmhaus. Hier ist der alte Kuhstall. Ne? Hier sind auch schon Deko-Kühe drin. Die Türen könnt ihr hier öffnen. Ne? Zack. Und dann könnt ihr hier reinfahren. Hier abladen. Hier könnt ihr die Milch holen. Hier ist, glaube ich, der Strohträger. Hier habt ihr das Steam-Menü, dann könnt ihr hier die Kühe abladen. Ne? Und hier sind halt noch so kleine Unterstände. Kann man Licht anmachen. Ne? Hier einmal Licht. Und hier auch. Ein ganzes Kuhstall-Licht. Auch schon interessant. Können wir mal ein paar Kühe kaufen, wie das dann aussieht. Wir haben jetzt 4 Kühe gekauft, ne? Die sind jetzt aktuell nicht hier drin. Dann gucken wir uns das mal an. Sondern die sind im Kuhstall drin und die sieht man dann nicht. Aber das macht ja nichts. So, des Weiteren haben wir natürlich auch Verkehr am Start, ne? Dann habt ihr hier noch einen Schlafträger. Also hier ist das ein Ausrufezeichen. Hier ist der kleine Schrank, okay. Und dann habt ihr hier halt den Hof. Hier habt ihr die Tankstelle. Da könnt ihr halt tanken gehen oder Kraftstoff kaufen. Dann kommen wir hier zu der Halle. Und da sind schon einige Geräte drin. Wie zum Beispiel Deutsch-Drescher. Ein John Deere Traktor, ein Zetor Traktor, ein 5 Scharflug, Gruber Seemaschine, Einzelkorn Seemaschine. Ja. Man kann mir hier noch die Türen öffnen. Dann habt ihr hier nur euer Farmer 400 OB1000 Silo. Ja. Ist halt ein Standard Silo für Getreide. Dann habt ihr hier noch einen Unterstand. Hier steht Schneidwerkswagen drinne, Pickup drinne, Welgerhänger mit einer Masse drinne. Ne? In einem offenen Unterstand. Und mehr ist es dann hier auf dem Hof. Können wir mal gucken, was wir hier noch haben im Besitz. Ah, genau. Ein Kompakttraktor, einen mittelgroßen Traktor, beziehungsweise 2 Drescher, ein Auto, ein Anhänger, Schneidwerk, Flug, Gruber, Sätechnik, Einzelkorn, Transportwagen und Gewicht. Zum Anfang haben wir 2 Parzellen, beziehungsweise 2 Felder im Besitz, Feld 35 und Feld 79. Können wir dann zum Beispiel mal hingehen, hier unten das Feld, ne? Hier ist Gerste drauf und das habt ihr zum Beispiel mal als erstes im Besitz. So, wie ihr seht, die Felder hier sind ziemlich klein gehalten, ne? Aber optisch ja auch schon etwas groß. Und hier oben seht ihr nochmal die Karte, die heißt ja Was Neues. Und hier habt ihr noch halt eine Scheune im Hof. Hier könnt ihr halt die Ballen verkaufen, zum Beispiel hier oben drüber. Ne? Hier ist alles mit Deko. Hier könnt ihr leider nicht rein. Aber hier ist sehr viel Deko verbaut. Bienenstöcke im altmodischen Stil. Ist halt auch nur Deko. Ne? Hier rennen noch die Leute rum. Ist auch nur Deko. Genau. Dann habt ihr hier, glaube ich, noch. Hier war doch noch eine kleine Treppe hoch, ne?
Genau. Könnt ihr auch noch hochgehen? Habt ihr hier so einen kleinen Boden? Dann könnt ihr die Heuballen dann hier hochgeben. Ja. Einmal verschiedene Böden. Könnt ihr jeweils die Tor öffnen. Und die habt ihr halt auch so eine kleine Klappe. Da könnt ihr dann alles in den Träger reinschmeißen. Und braucht ja auch keinen Wagen oder so. Sondern könnt ihr einfach hier runter schmeißen. Ist auch schon cool gemacht auf jeden Fall. Ja, und dann habt ihr hier verschiedene Türen. Hier müsste irgendwo, glaube ich, noch ein Licht sein. Genau. Und alles andere zeige ich euch dann jetzt. Gut, wir fangen ja hier, wir haben ja hier angefangen und dann gehen wir dann sukzessive mal weiter nach rechts. Hier haben wir zum Beispiel einen Trigger, der heißt Kauf bei einem Bauern aus der Umgebung. Da kann man Sachen kaufen. Genau, ihr habt hier die Standardsachen dabei. Ne? Und wenn ihr die Karte laden tut, beachtet bitte, ihr braucht ein paar Mods dazu. Das sehen zum Beispiel ein, glaube ich, ein alter Schweinestall. Ein Kuhstall, ne? Alter Kuhstall, der am Hof steht. Also dieser hier. Und dann halt das Farmhaus. Und noch einige kleine Dekoartikel. So, dann kommen wir hier weiter. Genau. Und dann gehen wir mal hier oben hin. Hier haben wir einmal die Scheune. Könnt ihr, wie gesagt, nochmal die Ballen verkaufen. Falls ihr jetzt nicht mal so weit fahren möchtet. Ja. Dann haben wir hier die Tankstelle. Ist am Start. Könnt ihr noch tanken gehen. Dann haben wir hier die Molkerei daneben. Und die Kalkstation. Also hier könnt ihr halt Kalk kaufen, direkt hinfahren. Ne? Und dann wird es einfach voll gemacht. So, etwaige Sachen sind noch hier verbaut. Hier ist noch eine Waage, sehe ich gerade. Mit Betonplatten vorbereitet. Auch schon nice. Ne? Und hier haben wir noch einen Getreideheber. Da könnt ihr halt auch die Sachen verkaufen. Genau. Wie gesagt, hier ist sehr viel Deko verbaut. Ne? Das ist schon interessant, sowas. Und ist sehr schön geworden. Ja. Dann gehen wir mal hier runter. Dann haben wir hier einen Misthaufen. Da könnt ihr euer Mist verkaufen. Und da holt dann irgendein Bauer dann den ab zum Düngen der Felder. Als Beispiel. So, dann haben wir hier unten. Hier haben wir nochmal so einen Kaufpunkt. Ja. Aus Bauen der Umgebung, ne? Könnt auch Sachen kaufen. Ist halt auch wieder so ein kleiner Hof. Und hier seht ihr halt mal die ganzen Felder. Das sind alles gerade Felder, ne? Aber auch nicht zu große Felder. Könnt ihr zum Beispiel auch mit dem kleinen Fahr arbeiten. Oder mit einem kleinen Traktor machen. Also so ein kleines gemütliches. So einen kleinen gemütlichen Spielstand. Ne? Genau. Habt ihr noch ein paar Wälder hier dazwischen? Ja, auch schon nice. Zug steht hier auch rum. Ein paar Waggons. Steko. Ja. Und dann können wir mal hier hochgehen. Einfach mal. Genau, da haben wir hier auch noch wieder eine Verkaufsstelle. Ja. Hackschnitzel, glaube ich. Ja, genau. Hier ist das Sägewerk. Ja. Hier Sachen verkaufen. Und Getreideheber ist auch am Start. Ja. Könnt ihr hier weitergehen? Dann habt ihr hier die schöne Straße. Habt ihr hier so Jägerhütten? Habt ihr hier den Fluss, der hier so reingeht? Ne? Und mit sehr viel Deko verbaut. Auch schon interessant geworden. Ne? Und hier auch wieder Deko, hier so ein kleiner Schacht. Ne? Könnt ihr hier euer Wasser holen? Könnt ihr hier zum Beispiel durchfahren, jetzt nicht direkt, aber Wasser holen auf jeden Fall. Und dann habt ihr hier die Brücke. Und der Fluss läuft dann hier, kommt er durch. Hier könnt ihr wieder Wasser holen. Ne?
Ist auf jeden Fall interessant und schön geworden. Dann können wir hier mal rüber gehen. Ne? Schick, schick. So, dann waren wir ja hier unten. Wie gesagt, hier ist Dorfkornabzug und Sägewerk. Dann habt ihr hier den Fahrzeughändler. New Holland Service. Klein, alt gehalten. Hier könnt ihr euer Vieh kaufen. Ne? Und hier stehen halt noch Traktoren rum. Steko. Deutzfahr. Ne? Auch schon interessant. Hier ist eine Bushaltestelle. Ja. Kommt ihr auch auf den Bus warten, der nie kommt. Ja. Und dann habt ihr hier eine Getreidemühle. Ne? Diesen Mod müsst ihr auch noch laden, damit ihr die Karte spielen könnt. Weil dann habt ihr eine Verkaufsstelle. Ja, und die macht dann aus Getreide halt Mehl. Aus der Kraft vom Wind zum Beispiel. So, da haben wir hier ein Stückchen noch, genau. Dann kommt er hier hin, Kauf Akropol. Ne? Da wird er direkt verladen. Geht halt hier hoch. Direkt ins Silo. Und wird verladen. Und ihr habt, ihr seht hier wieder, ihr habt hier natürlich die Sachen hier zum Einsammeln. Sammelstücke versteckt. Und ihr könnt ihr auf jeden Fall einsammeln. Und dann habt ihr noch ein bisschen Geld nebenbei. Hier ist noch so ein Halbhaus. Ne? Aber bis hierhin könnt ihr nicht weiter gehen, weil die Grenze von der Karte ist. Ja, aber ihr könnt hier reingehen. Ja, und dann geht das einwandfrei. So, dann haben wir hier oben noch ein Stück. Gehen wir mal gucken, was das ist. Wie gesagt, hier noch eine Verkaufsstelle. Die Getreidemühle von oben. Viehhandel und Shop. Da kommen wir hier wieder zu dem Fluss, der darüber geht. Hier sind noch ein paar Steine als Deko. Und hier ist die Map-Grenze. Ist ja klar. Wie gesagt, das hier ist die ganze Karte. Ne? Schön klein gehalten. Was auch wieder interessant ist. Hier ist ein bisschen Sumpf hingestellt. Auch schon sehr nice gemacht auf jeden Fall. So, guck mal nach den Slots. Die Karte hat jetzt knappe 800 Slots von 2600. Und das geht auch einwandfrei. Ihr habt, glaube ich, keine BGA verbaut. Ne? Denkt dran, halt immer euer Spiel zu speichern, ne? Falls mal irgendwas passiert. Und so habe ich jetzt nichts an einem BGA gesehen oder so. Nee. Und ihr könnt halt verschiedene Felder kaufen. Ihr könnt Grasfelder kaufen, 53.000 oder hier 22.000. Also die kosten nicht allzu viel. Nicht mehr als so 100.000 oder 80.000. Ne? 83.000. Ne? 74.000. Oder 100.000. Das Maximum. Dann könnt ihr hier noch Wald kaufen. Oder die ganze Karte. 20.000. Geht natürlich auch. Wie gesagt, die Karte ist schön klein gehalten. Was auch wiederum sehr interessant ist. Ne? Nur eine Produktion ist verbaut. Aber das wäre auch kein Problem. Die kann man sich ja hinsetzen. Ne? Und Kuhstall ist da. Was man braucht. Und so weiter. Genau. Und ja. Wie gesagt, falls ihr gerne noch Fragen habt, Anmerkungen oder gerne mehr. Gerne in die Kommentare und falls ihr Lust habt, besucht mich gerne auf meinem Discord. Ne? Der Link ist auch unten. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.